Bitte macht einen riesigen Applaus für den ersten Starter. Macht Lärm für Oscar! Hallöchen. Ja, ich bin zwei Menschen in meinem Leben sehr, sehr dankbar und ich dachte, es wäre längst an der Zeit, einen Text für die beiden zu schreiben. Daraus wurde dann eine Geschichte über meinen Papa. Meine Mutter konnte ich da irgendwie nicht richtig reinbringen. Es war auch nichts Persönliches. Nein, nein, verdient jeder seinen eigenen Text. Ja, dauert aber noch ein bisschen für Mutter. Jetzt erstmal der für den Papa. Und ganz wichtig, ich werde versuchen, während des Textes ein Geräusch live auf dieser Bühne zu produzieren mit einem Körperteil. Das klappt nicht immer und sieht ein bisschen eklig aus. So als kleine Vorwarnung. Das größte Rätsel. Da war er wieder. Der Anruf am Freitagmittag. Als Klingelton schallt Mava von Pink Floyd durch den Raum. Auf dem Display meines Handys leuchtet in Großbuchstaben Papa auf. Ich gehe ran. Und das, obwohl ich eigentlich ganz genau weiß, was der alte Mann von mir will. Er hätte da mal wieder so ein Projekt. Er könne am Wochenende meine Hilfe gebrauchen. Ich sei ja schon eine Weile nicht mehr zu Hause gewesen und es dauert ja nicht lange, aber es sei wichtig. Antworte ich und lege auf. Samstagmorgen. Ich stehe neben der Leiter, auf welcher mein Vater balanciere, mit Hammer und Bier bewaffnet, versucht sein Projekt zu verwirklichen. Ich wusste von Anfang an, dass meine Unterstützung bloß darin bestehen wird, ihm das nötige Werkzeug anzureichen, aber sei es drum, schließlich verdanke ich diesem Mann zur Hälfte meiner Existenz und es ist ja auch ganz schön zuzusehen, wie routiniert er sämtliche Arbeiten in Windeseile erledigt. Denn tapezieren, Mauern hochziehen, Fliesen, Böen verlegen, verputzen, streichen, lackieren, Mutter aushalten und trinken. Ja, das kann alles. Er ist ein Heimwerker, Shaolin-Meister, Bändiger von methaarigen, wülsten, verstopften Abflüssen, Experte in atomkriegssicheren Befestigung von Dingen an Wänden, Koryphäe unter den Tapeten, Kleisterkostern, Virtuose im Beton anmischen für den italienischen Nachbarn und seine dubiosen Freunde. Er ist da ein echter Pole eben. Bisschen blöd, dass er damals das einzige Land zum Auswandern gewählt hat, in welchem Polen als Robin Hood unter den europäischen Völkern gelten. Sie nehmen es den Reichen und geben es den Armen, behalten es also. Oh, endlich mal eine gesunde Reaktion, dankeschön. Sonst ist das immer diese historische Schwachheit. In Frankreich stattdessen wird der Pole als der fachkundige Handwerker glorifiziert, der mein Vater nun mal ist. Aber klar, die Franzosen werden ja noch nicht beklaut. Wäre auch dumm, wenn man erst durch ganz Deutschland fahren müsste, um dann den Franzosen zu beklauen. Die Deutschen haben sich ja damals auch nicht gesagt, ach komm, lass erstmal einen Blitzkrieg auf Weißrussland starten, da liegt bloß dieses Polen dazwischen. Nee. Ja, es ist an der Stelle immer verhaltener. Ich habe den Text neulich im deutschsprachigen Teil Belgiens in Eupen gemacht. Da war die Stimmung am Kochen an dieser Stelle. Aber ja, Geschichte. Sohn, gib mir die Bohrmaschine, unterbricht mich mein Vater in meinen Gedanken. Jedenfalls dumm ist der Pole nicht. Ohne Kopernikus würden wir immer noch glauben, dass sich Sonne, Mond und Sterne um die Erde drehen. Zumindest bis uns Laika, die erste Hündin im Weltall, nach ihrem Höhenflug berichtet hätte. Wow, 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 wow! Was so viel heißen würde wie Weltenbürger, horchten mich, sah die Erde von oben, muss ich nun berichten, ihr seid dumm. Kleiner Funfact dazu, Laika verstarb schon einige Stunden nach dem Start der Rakete, vermutlich an Stress und Überhitzung. Yay, Funfact. Egal. Sohn, gib mir Kettensäge. Ich reiche ihm das schwere Gerät. Das war das Geräusch. Moment. Ihr seid so ein einfältiges Publikum. Das war die Birke. Ich habe, glaube ich, noch die Eiche im Angebot. Nee, heute sehr schlecht. Sehr schlecht. Nicht geölt. Ich mach's nochmal, komm. Leute, jetzt nein, hier wieder Literatur, Kultur, ihr wisst Bescheid. Ich stamme nur aus diesem Land, das für seine herzliche Gastfreundschaft, das übertrieben geile Essen, Persönlichkeiten wie Marie Curie, Frédéric Chopin oder Robert Lewandowski bekannt ist und es trotzdem nicht schafft, ausländische Filme dem Zeitalter gerecht zu synchronisieren. Nein, denn egal, ob gerade Jane von Tarzan durch den Urwald gevögelt wird, Darth Vader Luke den Vaterschaftstest zeigt oder sich der Typ bei Saw seinen eigenen Fuß absickt, alle werden sie von einem einzigen Mann synchronisiert. Ist wirklich so. Der ohne jegliche Regung, völlig demotiviert mit der Stimme eines Lebensversagers, den Text vor sich her spricht, also bla bla bla. Ich stamme nun aus diesem Land. Kurwa Ego Match, brüllt mein Vater auf der Leiter plötzlich. Irgendwas klappt mal wieder nicht. Hoffentlich bleibt's bei diesem einen Mal, denke ich mir. Wie genervt ein Pole wirklich ist, erkennt man übrigens daran, wie lang und kräftig er das R beim Aussprechen von Kurwa rollt.
Wie dem auch sei, ich stamme aus diesem Land, das nach den USA die älteste Verfassung weltweit besitzt. Ein Alphabet mit sage und schreibe 32, zum Teil sehr komisch ausschauenden Buchstaben und trotzdem an dem Erlernen der deutschen Sprache scheitert. Denn das größte Rätsel eines polnischen Migranten oder eines Polen, der wirklich Deutsch lernen will, ist die Artikelfindung der, die oder das. Sohn, gib mir Zange, brüllt Vater. Das heißt die Zange, gib mir die Zange, brülle ich zurück. Sohn, du weißt doch, dass ich vor Benutzung von Artikeln nach Sprachguss weigere. Ergibt keinen Sinn. Warum muss den Deutschen allen Dingen immer Geschlecht zusprechen? Der Mann, die Frau, okay, aber die Kanone, Kurva, wie kann Kanone weiblich sein? Die Fußballmannschaft, was soll dem? Sind denn Frauen, Kurwa? Weißt du, uns Polen ist egal, was für Geschlecht du hast. Uns ist auch egal, ob Mann mit Mann oder Frau mit Frau Liebe machen. Ein kurzer Moment Stille, dann lachen wir beide lauthals los. Ja, genau, als ob die Polen nicht das homophobste Volk seien, das die Welt zu bieten hat. Also nach den Russen natürlich. So, fertig, meldet sich Vater und steigt von der Leiter ab. Wir stehen nun gemeinsam vor der Wand. Er holt seinen Flachmann raus, nimmt einen Schluck, reiche ihr mich weiter. Ich ignoriere sein Alkoholproblem und nehme auch einen Schluck. Ich ignoriere mein Alkoholproblem. Aus seiner Hosentasche zieht er dann eine Krakauer Wurst, beißt ein Stück ab und gibt sie an mich weiter. Wir blicken zu dem Bild, was er gerade aufgegangen hat. Ein Bild von Johannes Paul II. Wir bekreuzigen uns. Klopfe meinem Vater auf die Schulter und sage, hast du gut gemacht. Natürlich ist das erzählt hier an der einen oder anderen Stelle ein bisschen unwahr, überspitzt oder unsinnig, aber manchmal, da fällt es mir eben schwer, Dinge direkt und offen zu sagen, deshalb diese Geschichte mit dummen Vorurteilen, lustigen Anekdoten, mit der ich eigentlich bloß sagen wollte, Alter, wie krass bist du denn? Wann das Anfang 20 und ein einziges Wort Deutsch zu können Richtung Westen aus deiner Heimat aus, die sich gerade im Umbruch befindet und so viel Unsicherheit in sich trägt, damit wir, meine Schwester und ich, die uns noch mal gar nicht mal gab, es mal leichter haben als du, lässt so viel hinter dir, glaubst an die junge Liebe zu unserer Mutter und an ein besseres Leben. Danke für das unerbittliche Kämpfen und Hoffen. Ich weiß bei Gott, es war hier nie leicht. Dankeschön. Wow.